Herzlich willkommen zu den Gedanken zum Tag, zu Psalm 73,1. Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ein schöner Satz, der Mut macht. Trotzdem sticht ein Wort ins Auge. Was soll hier das dennoch? Gott ist dennoch Israels Trost. Dieses kleine Wort zeigt, mit dem Gott und Trost ist es nicht immer ganz so einfach. Der Mensch, der diesen Psalm gebetet hat, der startet schon erstmal damit. Ich vertraue dir, Gott. Aber dann lässt er erstmal vom Stapel, was bei ihm und auf der Welt gerade schief läuft. Er selbst versucht, möglichst gut zu leben. Doch bringt ihm das überhaupt was? Ganz besonders plagt ihn, dass es anscheinend denen am besten geht, die sich um Gott überhaupt nicht scheren, die das machen, was sie wollen. Und so hält er es jedenfalls nicht aus. Er muss irgendwem sagen, was ihn so beschäftigt. Also geht er in den Tempel und spricht mit Gott. Er schimpft ziemlich deutlich über die Gottlosen, macht seinem ganzen Ärger Luft und merkt, wenn er nur auf die anderen schaut, ist er eigentlich ein richtiger Idiot und sein eigenes Leben macht er damit auch nicht besser. Außerdem, ob es den anderen wirklich besser geht, weiß er ja auch nicht. Alleine schon, dass er bei Gott jetzt Dampf ablassen kann, dass er Gott überlässt, was er mit diesen gottlosen Menschen macht. Allein das hilft ihm schon. Denn danach kann er sein Gebet, diesen Psalm, mit versöhnlichen Sätzen beenden. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Bei mir klappt das auch öfter mal, Dampf ablassen bei Gott. Das an Gott abgeben, was mir gerade einfach zu viel ist. Probiert's doch auch mal aus. Ich bin sicher, Gott hört zu. Amen.